Ich habe für 5000 Euro Brawl Stars Mystery Box bestellt und wir schauen, wer hat die wertvollere Box. Lol. Ja, Leon. Wieso riecht das so lecker? Doch, das kann man essen. Let's go. Der oh, das ist fett. Oh. Okay. Let's go. Was? Oh, oh mein Gott. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wir sind heute mit Jo Jonas am Start. Moin Moin. Hallo. Genau Leute, wie in den alten Zeiten gibt es jetzt auf jeden Fall mal ein richtig krasses 5000 Euro Brawl Stars Mystery Box Opening Battle. Und Jonas, ich habe gesehen, du hast dich direkt neben die bisschen dickere Box schon mal gesetzt. Hat das einen Grund oder? Nö. Nee? Nee. Okay. Also Leute, ganz wichtig, ja, beide 2500 Euro, die sind relativ klein, ich dachte, die werden ein bisschen größer. Bin mal gespannt, was drin ist, dass das den Preis rechtfertigt. Hast du schon mal so eine Vermutung, was so drin sein könnte, Jonas? Brawl Stars Produkte. Brawl Stars Produkte. Ey, ich hoffe auf jeden Fall, dass sehr geile Brawl Stars Produkte drin sein werden, aber bestimmt auch ein bisschen Müll. Ich bin mal gespannt. Lasst einen fetten Like da, ein kostenloses Abo und ich würde sagen, wir gehen in die Box rein. Let's go, Jonas, kannst schon mal deine aufmachen. Oha. Oh, okay, ich schaue es mir noch nicht so genau an. Komm. Genau, wir holen immer nur eine Sache raus, ganz wichtig. Okay, Alter, jetzt bin ich mal gespannt, Jonas. Also, gibt's einen Gewinner, dann wäre das teurere. Hat mit dir was wieder berechnet, ne? Genau, ja, der Gewinner ist der, der die teurere Box hat. Der darf natürlich auch die Sachen behalten, ist ja klar. Okay, ich würde sagen, Jonas, sollen wir mal die erste Sache rausholen? Ich soll mal die Sachen behalten, dann muss ich mir die alle hinstellen, Alter. Ja, ja. Und 3, 2, 1, go! Lol. Alter, du hast so ein Riesenjuwel. Das ist geil. Geil, kannst du mal auspacken. Aber ich brauche eine Schere erstmal. Ja, was hast du denn da? Einfach, hä, das ist ja ultra random. Digga, bitte nicht klicken. Boah, Alter, guck mal, wie das riecht. Das riecht irgendwie ein bisschen lecker sogar. Ey, das riecht lecker. Ich weiß nicht warum. Lol. Was ist das denn? Lol. Digga, Leon. Wieso riecht das so lecker? Doch, das kann man essen. Du frisst jetzt einfach Papier. Digga, ey Leute, ich zieh jetzt durch. Ich weiß nicht so recht, also... Ja, so Esspapier, ich habe das mit so, keine Ahnung, mit 10 Jahren habe ich sowas gegessen, aber ich weiß nicht, ey. Leute, ey, das fühlt sich ein bisschen an wie ein Mauspad. Das Mauspad würde ich auch nicht fressen jetzt. Ich hätte echt Angst, da reinzubeißen, sag ich ehrlich, ich weiß nicht, es kann da überall sein. Mmh. Alter, ist no joke krass, wisst ihr mal? Komm, ich geb dir mal hier ein Stück von Leon. Du bist doch dein Lieblingsbrawler, Jonas. Was holst du hier rum? Komm, Jonas, jetzt zieh durch, ich schwöre, das ist essbar. Ja, ich hab das damals, das Esspapier, ne? Ja, das Esspapier. Mhm. Ich würde sagen, nächstes Produkt, Jonas. 3, 2, 1. Let's go! Oha, die habe ich, glaub. Nee, die habe ich nicht. Alter, eine Brawl Stars Cap. Fresh. Von New Era, ne, ist die? Ich habe einfach mal Spike-Schlappen. Ey, das ist schon geil. Das Digga. Ist eigentlich cooler, sag ich ehrlich, als die Cap. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go! Was? 66 Stars. Ja, okay. Ey, nee. Bro, das ist, Digga, das ist eindeutig fake, Mann. Oha, du hast so einen Showdown-Schlüsselanhänger. Ja, den habe ich, den kenne ich. Der ist auch official, ne? Den habe ich auch zu Hause. Ah, geil, geil. Also, ich habe einfach so Mega-Boxen gezogen. Ich würde sagen, Leute, ich pack die mal aus. Boah, lass mal beide eine öffnen, oder? Ja, ja, ja. Okay. LOL! Oh, nee. Hä? Was ist das denn? Das ist ja richtig eklig. Was hast du denn bekommen? Was hast du? Ist das Shelly? Das sieht ja richtig schäbig aus. Ey, ich weiß nicht mal, welcher Brawler das ist. Das hatte hier Jonas drin, ja, so eine Shelly. Und was ich hatte, weiß ich tatsächlich nicht. Ich würde sagen, wir gucken trotzdem mal, was noch in der dritten Box drin ist. Ey, ich sag ehrlich, das kostet maximal 10 Euro, oder? Ja. Alter, das ist echt so aus China importiert. Aber ich finde, diese Boxen an sich sehen eigentlich ganz geil aus. Oh. Ich glaube, das ist Colt, ne? Das sieht grauenvoll aus. Ey, also das ist irgendwie so ein Cursed Colt, so ein komischer. Und 3, 2, 1, let's go! Wir haben einen Juwelenanhänger nochmal. Hä? Das ist ja eine komplette Set einfach. Das ist ja geil. Oh mein Gott. Die habe ich gerade erst beworben. Die sind offiziell, ne? Stimmt. Leute, ich habe da übrigens auch noch von damals, erinnere ich mich gerade, einen Gutscheincode. Ich glaube, Lukas oder so. Jetzt ist es auf jeden Fall eingeblendet, da könnt ihr auch noch sparen. Und ja, das sind die offiziellen Brawl Stars Mystery-Sammelfiguren. Und ich würde sagen... Sollen wir einfach mal bei eins aufmachen beide? Safe. Und let's go, Leute. Oh mein Gott! Ich hab Mac. Ich hab Sandy. Okay, ich finde Sandy fast ein bisschen cooler mit dem Kopf, sage ich ehrlich. Ja, oder? Ey, aber beide krass. Ich zeig dir nochmal. So Leute, ihr seht's, die haben wir gezogen. Sehr, sehr geile Sache. Und 3, 2, 1, let's go! Das freunde Buch für Brawl Stars. Zeig mal.
Hä, hey, wie geil. Alter, ein Brawl Stars Freundebuch. Das ist official. Das ist official. Oh mein Gott, das ist ja Alter, geil. Alter, was? Panini, als ob es sowas gibt. Ich habe einen Stainless Tumbler. Ich weiß tatsächlich nicht, was das ist. 350 Milliliter. Ich heiße, ist halt ganz normal mit so Brawl Stars Figuren. Ich bin Fan von. Das ist ja richtig geil. Das ist schon cool. LOL! So eine Trinkflasche. Hey, das ist geil. Alter, guck mal. Die ist auch official? Zeig mal. Die ist official. Ah, da ist auch koreanisch sogar drauf, wegen Line Friends, ne? Und weiter geht's. 3, 2, 1. Let's go, der Plüschspike! Das habe ich gar nicht. Das ist geil. LOL! So ein Kopf einfach. Shelly-Kopf. Dann verliere ich meinen Schlüssel zwar nicht mehr, aber ich krieg den auch nicht mehr in die Hosentasche. Wieso ich das denn in meine Hosentasche? Ich kann mal gerade probieren. Ja, nee, ich probiere es gar nicht erst. Ich habe auf jeden Fall den Original-Plüschspike. Der ist auch gar nicht mal so häufig. Das ist geil. Kann ich mal haben? Der ist heftig, ne? Ich glaube sogar, du bist aber immer noch vorne, allein wegen diesen Figuren-Packs. Ja, das sieht übel geil aus. Guck mal, so. Oder? Ja, das hat irgendwie was. Und 3, 2, 1. Let's go! LOL! Oh, das ist auch official. Wie geil, ein Regenschirm. Was hast du? LOL, ein Leon-Regenschirm. Ich habe einen Spike. Figur Humidifier. Was ist das? Humidifier. Das ist ein Humidifier. Boah, Digga, das war richtig zugebombt, ey. LOL! Das ist so ein elektronisches Gerät mit so Aufladekabel. Okay, jetzt. Alter, wie geil sie. LOL! Alter, geil. Was? Das ist schon geil. Ey, aber sag ehrlich, wie geil ist bitte mein Spike? Was macht der jetzt, ist die Frage. Guck mal, da oben hat er irgendwie eine Öffnung. Ach, oh mein Gott, ich check, was das ist. Ja. Das ist so ein Duftding in Spike-Form. Und dann füllt man da so einen Duft, Raumduft halt rein. Das ist geil. Und dann sprüht er das alle paar Minuten so in die Luft, ne? 3, 2, 1, let's go. Was Digga. Ist das denn? Das sind Karten, glaube ich. Oh mein Gott, was? Also es steht Brawl Stars drauf, aber... Nee, die sind nicht official. Nicht. Leute, ich habe auf jeden Fall... LOL, ein silbernes Supercell-Buch. Oh mein Gott. Ah, hier sind, glaube ich, diese ganzen Supercell-Games drin. Ah, guck mal, hier ist Brawl Stars. Ja, das ist übel cool. Alter, Leute, hier diese... Wahrscheinlich ist das so diese Entstehungsgeschichte. Ich habe schon so ein ähnliches Buch, weil es so eine Sonderedition ist. Ich weiß das bei einer Karte. Willst du auch eine? Ja. Ey, Alter, aber zeig mal, wie viele Karten da drin sind. Und ich würde sagen, let's go. Hey, Digga, diesen Brawler gibt's nicht mal. Das ist der Rabaukenjunge. Kennst du den nicht aus Clash Royale? Ah, der Rabaukenjunge, okay. Wieder was gelernt. Was ist das denn? Chicken Rico ist das, glaube ich. So, nächste Sache. Und zwar als nächstes... Alter, Poco in einer XXL-Figur. Das ist geil. Alter, der ist 30 cm groß, der Leon. Was ist bisher dein Favorit, Jonas? Was würdest du sagen? Ich glaube, das sogar. Digga, der ist echt heftig. Ach, das ist ein... Oha. Der ist geil, ne? Ja, ja. Ich glaube bisher vom Wert her, ich bin mir nicht sicher, aber oh mein Gott, Digga, ich sehe eine richtig krasse Sache. 3, 2, 1, was? iPhone 15 Pro Max, Mann. Digga, einfach iPhone 15 Pro Max. Bro, das ist original verpackt, siehst du das? Leute, ich hole mal noch ein Handy dazu, dann zeige ich euch mal, ob das ein echtes iPhone ist. Bis gleich. Also Leute, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Bro, also das alleine ist 1600 Euro wert, ne? Echt? Ja. Also Leute, also, man muss sagen, ich glaube, das ist original zu. Ich habe vorhin auch eins ausgepackt, ja. Also Leute, da ist noch diese Lasche wirklich dran. Und unten auch noch. Glaubst du, das ist ein echtes iPhone? Boah, weiß ich nicht. Das könnte echt so ein Scam sein, ne? Alter, so ein Schwarz. Boah, sieht schon geil aus, ne? Das sieht echt anders geil aus, no joke. Ich glaube, so gut kann man das gar nicht faken. Die machen jetzt kein ASMR hier. Was ist denn das jetzt? Ja, boah, Achtung. Sehr schön, sehr schön. LOL. Ey, Bro, das ist ein echtes, das sieht man. Jürgen, echtes iPhone in der Brawl Stars Box. Das ist auch richtig geil, ne? Mit 120 Hertz kann man damit zocken. Gibt es ein besseres Gerät als ein iPhone zum Zocken? Vielleicht noch iPad, ich weiß nicht, aber... Digga, das ist no-joke krass. Ich brauche auch mein iPhone 15 Pro Max. Ja, Jonas, hast du Pech gehabt, dass es nicht bei dir drin war, ne? Aber ich bin mal gespannt, da muss eigentlich bei dir auch noch irgendwas Krasses sein. Ich habe noch die Edgar Tata-Figur. Ja, wieso ist das denn fast neben dran? Hä? Eine Edgar Tata-Figur? Habe ich auch noch nie gehört. Ja, okay, Leute. Und die nächste Sache, Alter! Junge, boom! Ein Brawl Stars Schulranzen. LOL. Wir hatten doch schon mal so einen Brawl Stars Schulranzen mal, oder? Ja, ja. Wir hatten schon mal ja ein Mystery Box Opening gemacht. Da gab es auch mal einen Ranzen. Aber ich glaube, das war ein anderer. Digga, der hat die ganzen Brawler drauf. Sandy, Spike, Edgar, Crow. LOL! Ah, Teufel drin noch. Hä? Digga, ist einfach so ein Turnbeutel, glaube ich, hier noch. Alter, ein Mäppchen mit Stundenplan von Brawl Stars. Noch eine. LOL, das ist so eine Sporttasche noch. Du bist ein bisschen müde, oder? Hey, immer wenn ich sitze. Ich werde immer müde, wenn ich so 20 Minuten sitze. Ey, ich packe hier so einen geisteskranken Schulranzen aus. Ja, Jonas schläft ein, ey. Ich werde immer müde, wenn ich länger sitze.
Ey, no joke, ist ein krasses Paket, finde ich. Was schätzt du, was kostet sowas? Denk schon 150. 100. Ich weiß nicht, wie teuer so ein Schuh. Wobei mit allem drin 150 kann sein, ja. Ja, oder? Okay, nächste Sache. Let's go! Der Nizza, ja, ist Mann! Fett. Das ist alle der Nizza in den Kommentaren. XXL Actionfiguren-Paket. Den habe ich. Die sind auf jeden Fall auch official. Das ja, ja, die sind official. Ey, also Leute, schreibt mal, welchen findet ihr davon am geilsten? Ich würde auf jeden Fall sagen. Sag ehrlich, Crow. Du sagst wahrscheinlich Leon, oder? Ja. Leon? Und mein Mortis mit der Schaufel ist auch witzig. Ich einfach so eine Schaufel dazu bekommen, guck mal. Ja, ja. Ja, Crow hat ja auch diesen Dolch hier oben. Ja, ja, die haben alle hier dazu. Genau, alle haben so ein Zusatzding. Das ist schon ganz geil. Richtig geil. Ich habe noch eine Sache drin, Jonas. Ja. Du auch? 3, 2, 1, let's go! Was? Oha. Oh mein Gott, Digga, iPad Pro! Alter, was? Digga! Digga, Jonas. Du hast einfach ein iPad Pro gezogen. Alter. Ich glaube sogar ein iPad Pro ist ungeil in Space Gray. Das ist geil. Oha, das haben mir die Zuschauer auch empfohlen, genau das. Echt? In Space Grau? Ja, ich habe mir genau das bestellt. Lol. Nur mit mehr Gigabyte, mit 256, glaube ich. Oh mein Gott, Digga, das ist anders geil. Bro, einfach iPad gezogen. Junge. Ja, Jonas, hättest du erstmal lieber Sprouts das Mystery Box Opening hier gemacht. Boah, das Apple-Ding leuchtet auch. Ja. Und geil. Hello. Digga, das ist wirklich ein neues iPad Pro. So, das richte ich mir jetzt ein direkt. Leute, das wird jetzt hier schon eingerichtet. Ich würde sagen, wir haben beide geisteskrank ja, Glück gehabt, oder? Ja. Also ich glaube... Das ist schon geil. Ich sag ehrlich, das iPhone kostet schon mehr als das iPad. Allerdings hast du dafür richtig viele von diesen Mystery-Figuren gehabt und so. Ja. Ich weiß nicht, wer auf jeden Fall den höheren Wert hatte, aber ich glaube, es war ein mega krasses Opening. Lasst ein Like, dann kostet das Abo. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.